Ja, ich würde sagen, läuft bei uns, oder? Wie seht ihr das? Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, läuft bei uns, heißt in der Woche, wo das CK-Event läuft, hier dreimal Clan XP, obwohl wir sie nicht wirklich brauchen, läuft es bei uns extrem gut, kann man nicht anders sagen. Und wer jetzt gedacht hat, ich klicke hier drauf, nein, ich klicke jetzt hier drauf, Warlock and Details. Wir haben 52-43 gewonnen, also 9 Sterne Unterschied. Das hat an den guten Verteidigungen tatsächlich mal im oberen Bereich gelegen. Und wir haben allerdings auch nicht so super duper angegriffen, aber es hat letztendlich für den CK-Sieg hier gereicht. Und wir gucken einfach mal rein. Ich weiß nicht genau, was ich im Livestream alles schon an Angriffen gezeigt hat. Wir hatten ja etliches dabei. Und ich habe mich da auch wirklich gefreut über den Stream, dass der so gut geworden ist, so lange auch geworden ist. Also auch die, die da Sorgen gekriegt haben, dass ich Ärger kriege, den kriege ich natürlich nicht. Ich habe ja gnadenlos überzogen, aber das lag auch daran, dass es plötzlich oder es hat überhaupt Spaß gemacht. Und es hat mir Spaß gemacht, dort Dorfbesuche zu machen oder auch ein paar Fragen zu beantworten. Und deswegen weiß ich nicht mehr genau, was ich alles dort gezeigt habe, denn das Video kommt erst viel, viel später raus. Ihr habt das ja schon mitbekommen von mir, wer mein vorheriges Clash Royale Video geschaut hat, dass ich dort Musikprobleme hatte. Das heißt, ich musste meine komplette Musik jetzt erstmal rausnehmen, muss dann neue hinzuschneiden und dann werden wir diesen, ja, doch relativ langen Livestream nochmal sehen. Was mir da allerdings schon aufgefallen ist, ich werde im nächsten Livestream, also wenn ich das schon sage, dann wird es natürlich auch wieder einen nächsten Livestream geben. Etwas verändern, nämlich, dass wir diesmal den Chat auch sehen, denn es ist sehr schwer für jemanden, der sich das Video nochmal anschaut, hier dann zu sehen, auf was antwortet der Toto denn eigentlich gerade. Und so sieht man natürlich im Chat die Frage und sieht dann auch, aha, da hat er gerade drauf geantwortet. Und das ist sicherlich viel, viel besser. Also ihr könnt euch sicher sein, ich habe in dem Screen selber, um noch einmal auf den überhaupt mal zu sprechen zu kommen, weil darüber, das ist natürlich im Moment mein Diskussionsbedarf, habe ich natürlich das eine oder andere schon eingebaut. Aber ich habe es ganz, ganz klein gehalten, nämlich mit unten diesem kleinen Laufscreen, wo stand Toto Clash, dann weiß nämlich jeder, der sich vielleicht hier auf dem Kanal verirrt, um was es geht, nämlich Toto clasht, also ich clashe. Und deswegen hatte ich das so als kleines Goodie schon mal mit da eingebaut. Das war für mich auch das Einfachste, aber ich habe auch alles andere vorbereitet und eigentlich auch fertig, jetzt nur scharf schalten müssen, aber ich wollte den Screen auch nicht so überladen. Wir wollten ja auch noch ein bisschen was vom Spiel sehen und deswegen habe ich das erstmal recht klein gehalten, aber nächstes Mal denke ich, da seid ihr einer Meinung mit mir, blende ich den Chat auch mit ein, dann sieht man nämlich das, was eigentlich auch live passiert ist, denn es kamen ja immer noch wieder so ein paar Fragen und es kamen auch immer so ein paar Antworten von mir und dann weiß man das zumindest so ein bisschen zuzuordnen. Im Hintergrund zeige ich euch so ein paar Kämpfe, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass die nicht im Livestream aufgetaucht sind. Denn dort habe ich schon relativ viel gezeigt. Danke nochmal an meinen Clan, dass ihr so stark angegriffen habt hier an dem Abend. Das war ja überhaupt nicht abgesprochen, nicht koordiniert, gar nichts. Und trotzdem habe ich hier in den 2 Stunden, ja, so ein bisschen weiß man ja, wie der Clan tickt. Und man weiß, wann die Leute in etwa angreifen. Deswegen werden meine Screens auch, wenn ich denn welche mache, in der Regel abends stattfinden. Weil dort passiert einfach hier ein bisschen mehr, als das Toto hier blöd mit seinen Kobolden farmt und dann passiert auch etwas mehr, als dass jemand seine Wiederholung von irgendwelchen guten Fights zeigt. Klar wird das immer wieder vorkommen. Ich verpasse hier auch nichts dadurch, dass ich hier mehr Accounts spiele. Also wir werden dann immer wieder live dabei sein und ich fand das trotzdem, das war eine runde Sache. Das werde ich in jedem Fall wiederholen.
Wann weiß ich nicht, aber ich werde es diesmal etwas besser ankündigen, denn irgendwie hat mir die YouTube-Uhr dort einen Streich gespielt. Ich hatte meinen Screen ja eigentlich minutiös geplant den ganzen Tag über, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie hatte ich dann Zeitzonenproblem mit der YouTube-Zeitzone und so kam mein Screen nicht pünktlich um 8:30 raus, sondern ich habe den dann irgendwann von Hand angestoßen. Ah, jetzt bin ich hier rausgegangen. Das ist natürlich doof. Irgendwann von Hand angestoßen. Und es ist dann ja doch noch was geworden und es hat mich wirklich gefreut. Nochmal Dank an alle, die mich dort an der Stelle unterstützen. Und da haben wir unseren Angriff vom Nordisch. Ja, der Nordisch war bei uns ja nur zu Gast, hat im ersten Angriff einen Stern gemacht, was ich nicht so schlimm fand, da hat er ein bisschen Pech gehabt. Aber wir wussten schon aus den Wiederholungen und aus den Kämpfen, die er hier gemacht hat und aus den Friendlies, dass er ein wirklich guter Angreifer ist und das hat er hier auch ganz klar bewiesen. Also 1 auf die 5, der Nordisch auf das Monster. Schöner Angriff hier mit einem Killsquad, bestehend aus Helden, Max der Out-Helden mit Bowlern im Gepäck und als Killsquad. Kommt hier super in die Base rein, keine Frage, Adler ist weg. Und hier hat er dann auch live eigentlich gezeigt, was er wirklich kann. Und das, ja, das, wir wussten das auch. Danke nochmal, Nordisch, dass du hier warst. Es hat uns gefreut. Ich denke mal, die paar Tage, wo du denn hier warst, haben dich auch wieder ein bisschen bereichert. Und ich denke mal, du hast dich hier bei uns auch wohlgefühlt. Denn wir sind ja doch ein sehr aktiver Clan. Und hier ist immer ein bisschen was los im Chat. Hier wird immer nach wie vor viel gespendet. Hier bleibt keine Clanbook, glaube ich, länger als 2 Minuten unbefüllt. Und deswegen denke ich mal, kann man sich hier als Spieler auch super wohlfühlen. Man braucht ja kein schlechtes Gewissen haben, auch wenn man hier neu ist. Einfach fordern. Und dann gibt es hier die passenden Truppen, ob zum Üben oder zum CK sowieso. Aber hier, ich finde das nach wie vor richtig schön. Klonzauber, das ist das Ding, was wirklich gut ist hier im High-End-Bereich. Und wer das richtig drauf hat, so wie der Nordisch hier, der räumt hier solche Bases ab. Also wirklich schöner Angriff hier auf die Nummer 5, auf das Monster. Und das Monster hat nicht so gut angegriffen. Dafür hat es der Nordisch hier gemacht. Und super 3 Sterne. An der Stelle, wo der Angriff hier war, hat uns das richtig weit nach vorne gebracht, dieser 3 Stern. Und richtig schönes Ding. Also danke nochmal an der Stelle. Und viel Erfolg weiterhin in deinen Rundum-Clans, denke ich mal, wo du dich jetzt tummelst. Wir gucken uns hier den Hitman an. Ja, um nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Auf den Screen, das wird sich also ein bisschen was verändern. Nicht viel, nur ganz kleine Sachen. Also an meinem Plan und auch an meinen ganzen Outfits etc. werde ich ganz, ganz wenig machen. Da halte ich ganz klar an meinen Plan bei. Hier wird sich also, wenn ich sage, es wird sich etwas verändern, dann wird man das kaum merken und spüren, sondern man erkennt mich wieder auch in meinen Videos, hoffe ich, erkennt man mich immer ein bisschen wieder an meinem Stil. Und damit sich dort niemand auf den Schlips getreten fühlt, dass ich plötzlich mein Intro verändere oder so, habe ich da ja auch so ein bisschen meinen Stil gefunden. Und deswegen wird das auch so weitergehen. Was ich allerdings noch plane, das kann ich hier auch mal verraten. Da es schon mal angefragt wurde, jetzt 2-3 Mal, ich werde einen ein kleines Technik-Tutorial machen. Das heißt, es soll auch kein Hexenwerk bleiben, wie ich eigentlich aufnehme und streame. Denn das Ganze ist, wer schon länger YouTube-Videos macht und das in etwa auch selber ein bisschen ausgebaut hat, der weiß, wie komplex das plötzlich werden kann. Und dass man dann nicht mehr einfach so aufnimmt und ein bisschen was dazu quatscht und irgendwas dazu macht, sondern man doch schon ein bisschen Arbeit reinsteckt. Und das Ganze ist jetzt schon öfter mal angefragt worden, dass ich einfach mal zeige, wie ich hier mein Tablet streame oder mein Handy streame. Wie nehme ich eigentlich hier jetzt auf, hier jetzt mal so wie es hier ist. Und ich denke aber, ich habe das heute schon mal getestet. Das, was ich schon mal gemacht habe, ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt, das ist ja auch schon mal was. Ja, das war eigentlich die größte Hürde, die ich hier springen musste. Das Ganze hier so ein bisschen ins Reine zu bringen, dass man auch ein bisschen was erkennt.
und dass man das versteht, was ich hier zeige. Hört sich zwar komisch an, aber ist tatsächlich so, ist eigentlich eine Räuberbude hier. Deswegen, sowas zeigt man ja nicht gerne. Aber ich habe hier ein bisschen klar Schiff gemacht, um das Ganze auch transparent rüberzubringen. Und das Ganze wird allerdings in zwei Folgen gefasst, weil eine Folge reicht absolut nicht für. Und ich werde also eine Folge so ein bisschen über die sogenannte Hardware sprechen. Das heißt also, was braucht man oder was brauche ich an Equipment? Das braucht ja nicht jeder. Und um hier meine Sachen rüberzubringen, oder was habe ich eigentlich alles gemacht, um meine Sachen rüberzubringen? Und im zweiten Teil wird es dann so ein bisschen darum gehen, wie bringe ich das aus der Hardware jetzt in die Software rüber? Und deswegen denke ich mal, ist das in einer Folge viel zu viel. Wer dann nochmal vielleicht in der Software-Folge was von der Hardware-Folge nachverfolgen will, der hat dann die Möglichkeit, sich einfach ein zweites Video anzugucken. So mache ich das ja auch, wenn jemand mehr spurig dort Tutorials bringt. Und dann versteht man das sicherlich auch eher, aber ihr werdet einen kleinen Einblick in mein, ja, eigentlich privates Leben bekommen. Denn hier oben unterm Dach im dritten Stock, da tummeln sich nicht sehr viele Menschen, also ich lasse ja auch nicht viel zu. Ja, da bin ich sehr eigen, mein PC ist mein PC und das sind alles meine Sachen hier, die sind mir so ein bisschen heilig auch. Ihr wisst selber, das kostet alles viel Zeit, das einzurichten und auch das Ganze zu verkabeln und zu machen. Und wenn sich dann hier jemand hinsetzt und meint, ihr müsst eher an meiner Maus rumspielen oder meinem Bildschirm, dann kriegt ihr sofort einen Stopp. Und ja, das mag ich einfach nicht, deswegen habt ihr sicherlich die nächsten Tage einen ganz, ganz kleinen Einblick in so ein bisschen mein Heiligtum hier oben in meine Zockerhöhle, die es ja nun auch ist, da ich ja auch andere Spiele spiele und hier auch schon etliche Sessions mitgemacht habe, nächtliche Sessions, Tagessessions, 24 Stunden Gekräfte in irgendwelchen Online-Rollenspiel-Games und da kriegt ihr mal einen kleinen Einblick, wie das hier zurzeit so aussieht. Ich plane noch ein bisschen kleinen Umbau, aber ich glaube, im Moment komme ich so ganz gut zurecht. Oh, mein Kalenderspeicher wurde wieder beendet. Ich habe einfach zu viele Termine. Ja, nach wie vor, ich habe zu viele Termine hier und muss meinen Kalenderspeicher immer mal wieder beenden. Nein, ich glaube, das ist hier ein Bug im Emulator, der das ab und zu mal anzeigt. Ich habe natürlich überhaupt keinen Termin. Habe immer viel, viel freie Zeit für euch, abends zumindest. Und deswegen ist das hier sicherlich die Fehlmeldung und leider waren sie vom Norman auf den ersten nur 2 Sterne. Kann man überhaupt nicht sagen, nur 2 Sterne. Also wirklich schon ein starker Angriff hier. Ich hatte ja gesagt, Norman fehlt einfach ein bisschen die Zeit hier, dass er seine 3 Sterne machen kann. Und so war das hier aber ein richtig starker 2 Stern. Und auch der hat uns nach vorne gebracht, denn auf die Base war noch nichts drauf. Das heißt also 2 zusätzlich nochmal dazu. Ja. Und da denke ich mal, der Sieg ist in jedem Fall verdient gewesen. 52-43. Wir haben in dem Event auch schon einen neuen Gegner gefunden. 12 gegen 12. Das verspricht mal richtig Spannung wieder. Und im oberen Bereich ist der Gegner etwas überlegen mit 1-2 RH9 mehr. Allerdings auch recht neu. Im unteren Bereich, ich muss mal wieder mit dem Kopf schütteln hier, 29-30. Ja, ihr seht es jetzt selber, dass wir hier unten, ich sehe gerade, dass es im Bildschirm so ein bisschen zuckt, das macht mich gerade ein bisschen nervös. Die Software hier ist im Moment sehr absturzfreudig, was das Aufnehmen angeht. Aber hier aber wieder, was ist das eigentlich? Da müssen wir mal gucken. Ein Level 5 und ein Level 7, das heißt also 4 Angriffe schon mal weniger für den Gegner. Und ich schaue mir ja mal gern die vorletzte Base dann des Gegners an oder die drittletzte. Das ist 9,5, also auch ein gefundenes Fressen für unsere Neuner. Und das lässt hoffen, dass wir hier den 4. Sieg in Folge einfahren in dieser langen Woche der Dreifach XP. Und bei mir geht es im Moment ein bisschen schleppend weiter, dadurch, dass natürlich auch jetzt Ostern ansteht, plant man so ein bisschen was. Ich hatte heute auch noch viel auf der Arbeit selber zu tun, bin sehr spät zum Drehen gekommen und habe aber angeworfen, das habt ihr gestern schon gesehen, den X-Bogen hier auf Level 4, schöne 12 Tage, endlich ein Bob, der ein bisschen länger beschäftigt ist. Ich habe immer noch 3 Stück frei und der nächste wird schon in 3 Tagen wieder frei. Ich habe wirklich nicht viel reingefarmt. Das seht ihr selber. In 2 Stunden
Ja, werden meine Magier fertig auf Level 7. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, mal wieder jetzt wieder eine Max-Truppe zu haben. Und habe in Planung, ich denke, da seid ihr mit mir d'accord, hier die Babydrachen 10 Tage auf Level 3 dann. Da habe ich auch gerade so das Elex zusammen, wenn man das jetzt guckt hier, 5,2 Mille habe ich hier und etwas noch in der Treasury drin. Das passt gerade so, dass ich ein bisschen Elex auch über habe für unseren nächsten CK. Und das sehe ich sehr, sehr zuversichtlich. Also, wenn ihr nach wie vor mehr von mir sehen wollt, dann bleibt an meinem Kanal dran. Ihr könnt mich am Ende abonnieren, falls ihr noch kein Abonnent seid. Und wenn ihr natürlich lustig seid und euch dieses Video nach wie vor gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich verbleibe ein bisschen luftlos. Euer Toto. Flasht.